da so gesessen und nachgespürt noch von dieser ersten Tai Chi-Stunde und hab so gesagt, also wenn das so bleibt mit dem Gefühl, das fühlt sich irgendwie spannender an als Alkohol, ich glaube, dann höre ich auch zu trinken. Sache ist, man, in welcher Kunst ist man nach 3 Jahren gut? Das kann eigentlich nur bedeuten, dass wir alle hier keine Ahnung haben von dem, was wir tun. Dass das Niveau insgesamt sehr niedrig ist und habe dann beschlossen, wenn du es wirklich lernen musst, musst du nach China. Es war wirklich alles kaputt und alles weg und alles. Und ich habe dann plötzlich die Idee gehabt, Mensch, ich habe einen Tai-Chi-Verband. Waren damals schon über 1000 Leute, glaube ich, drin in dem Verband. Und ich schicke einfach nur eine E-Mail und frage, wer möchte was spenden, wir können hier was machen, wir haben einen kleinen Bus, wir können ein paar Sachen einkaufen, Klamotten decken, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Dao Talk, Interview mit Meistern und Vertretern daoistisch-buddhistischer Traditionen. Heute mein Gast, genauer genommen müsste ich sagen, ich bin sein Gast, denn wir sind hier in Hamburg in einem kleinen Trainingszentrum von Meister Jan Silbersdorf. Es freut mich, dass Meister Jan Silbersdorf da ist, um mir Rede und Antwort zu stehen für ein paar Fragen aus dem Bereich Tai Chi, aus dem Bereich Alchemie, aus dem Bereich Daoismus. Und noch ein paar Sachen mehr, die vielleicht privat, vielleicht auch nicht privat sind, das werden wir jetzt erfahren. Als erstes würde ich dich bitten, dass du vielleicht kurz was zu deiner Person sagst, denn viele kennen mich, zumindest im Bereich des Tai Chi Chuan. Und sie kennen dich natürlich als einen außergewöhnlichen Meister, nicht nur aufgrund deiner Fähigkeiten, sondern auch aufgrund deiner Frisur, die ja vielleicht etwas mit deiner Geschichte zu tun hat. Von daher meine erste Frage, wie bist du überhaupt zum Taiji gekommen und zu diesem Spirituellen gekommen? Erstmal Dankeschön. Das war 1986, als ich mit Taiji angefangen habe. Und ja, du hast recht, ich hatte so eine recht wilde Jugend. Wovon die Frisur tatsächlich noch ein kleiner Überbleibsel ist, allerdings weniger, weil ich diese Jugend vertreten möchte, sondern vereinfacht gesagt, weil es einfach so ist. Aber ich war so ein bisschen kleiner Punky gewesen und das ziemlich extrem und bin dann 1986, wie gesagt, auf Tai Chi gestoßen und das hat von der allerersten Stunde mein Leben komplett verändert. Das kann ich heute ohne Schwierigkeiten sagen, habe relativ große Drogenprobleme damals schon gehabt, beziehungsweise Alkohol hauptsächlich. Hatte mit 11 angefangen und 1986 war ich 18, 19 gewesen und bin heute wirklich in der Lage sagen zu können, dass Tai Chi mir eigentlich das Leben gerettet hat damals, weil die meisten meiner Freunde von damals entweder gestorben sind oder sehr alkoholkrank heute sind. Und mit mir ist so ein bisschen das Gegenteil passiert. Bin dann sehr gesundet am Tai Chi. Das hat mich aus all dem Negativen von damals, auch wenn das sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich auch dazu sagen, rausgeholt hat. Gleichzeitig aber auch hat eine geistig große Veränderung stattgefunden, weil so als Punky damals hatte man immer das Gefühl, man wird sowieso nicht sehr alt und man ist sowieso alles egal und man macht einen drauf und es ging eigentlich um Freiheit. So, wir haben das dann Anarchie genannt und irgendwie so. Keiner hatte wirklich Ahnung von irgendwas. Aber dieser Freiheitsgedanke ist geblieben, nur dass er gewechselt hat von einem Äußeren verändern wollen, natürlich den anderen verändern wollen, die anderen verändern wollen, hin zu einer inneren, eigenen Befreiung, zu einer Veränderung im Innern, wodurch diese Befreiung erfahren wurde. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, ich habe auf Toilette gesessen, das man ja öfter am Tag, und hatte immer dieses Gefühl, ich werde sowieso nur 25 und ich will gar nicht alt werden, da muss man anfangen zu arbeiten auch noch am Ende, um Gottes Willen und so weiter. Und dann fiel mir plötzlich auf, nach dieser ersten Tai-Chi-Stunde fiel mir auf,
je älter ich werde, umso mehr kann ich lernen. Und vor allen Dingen, das war damals schon meine Idee, lernen nicht im Sinne von Wissensanhäufung, sondern umso weiser kann ich werden. Das schaffe ich aber nicht in 2 Jahren, dazu muss ich schon alt werden. Und plötzlich war diese Idee genau umgekehrt. Ich möchte gerne alt werden, um bestimmte Sachen erfahren zu können, um Weisheit erfahren zu können. Insofern war Tai Chi damals für mich nicht nur der Weg aus dieser ungesunden Lebensweise heraus zu einer sehr gesunden Lebensweise, sondern gleichzeitig auch eine Korrektur einer äußeren, eher gewaltsamen Idee von Freiheit, die hauptsächlich mit der Korrektur von anderen zu tun hat, hin zu einer sehr friedlichen Korrektur des eigenen, der eigenen Person, des Eigeninneren, hin zu einem friedlichen Menschen, was man dann auch von sich selbst ausgehend auf andere Stück für Stück vielleicht ausstrahlen oder übertragen kann. Also, was du andeutest, ist so ein bisschen, ich bin etwas älter, aber nicht so viel. Wir wollten ja alles verändern, hauptsächlich alles um uns herum, wenig uns selbst. Du deutest ja an, dass sozusagen ein Wandel stattgefunden hat, zumindest hin zur eigenen Person, um die es geht, weniger darum, was mit anderen ist und was andere tun und tun sollen und lassen sollen. Dann bist du über das Taiji, aber das Taiji selbst war ja wahrscheinlich nicht sofort so erfolgreich, in Anführungsstrichen, dass das gleich geklappt hat. Also du bist heute bekannt als einer der wenigen westlichen Meister des Chen Taiji. Du bist in die Familie aufgenommen und bist tatsächlich ein Linienhalter. Das war ja nicht immer so. Vielleicht magst du noch so ein bisschen zur Geschichte, zu deiner Geschichte, wie du dann dich innerhalb des Taiji nochmal wieder weiterentwickelt hast, erzählen. Okay. Um da direkt anzusetzen, ging tatsächlich ziemlich schnell. Also ich habe wirklich von 11 bis 18 eigentlich durchgefeiert, um es mal in einem positiven Wort auszudrücken, und habe dann meine erste Taiji-Stunde gehabt, und abends hatten wir so ein Treffen, so die Gang oben auf dem Hausdach, mit dem Blick über die Stadt Hamburg, mit den Bierkisten dabei und so weiter. Und ich habe da gesessen und hatte so ein ganz merkwürdiges Gefühl in den Händen. So ein, das müsste das Qi sein oder irgendwie so. Und habe da so gesessen und nachgespürt noch von dieser ersten Tai-Chi-Stunde und habe so gesagt, also wenn das so bleibt mit dem Gefühl, das fühlt sich irgendwie spannender an als Alkohol, ich glaube, dann höre ich auf zu trinken. Und plötzlich waren alle ganz still und haben mich angeguckt. Das ist gut, dann kannst du immer das Auto fahren. Insofern, ich habe also wirklich in der ersten Stunde gleich einen großen Unterschied gemerkt, wurde auch gleich auf diese Weise von meinen Freunden akzeptiert mit dieser Änderung. Dann habe ich noch so ein Jahr versucht, das ein bisschen parallel laufen zu lassen. Das ging überhaupt nicht und musste mich dann wirklich entscheiden. Und habe mich dann für das Tai Chi entschieden und habe dann wirklich mein Leben sehr stark geändert, seitdem nicht mehr getrunken, nicht mehr geraucht. Vegetarier geworden. Also wirklich auch nicht nur im Innern das Training, das Tai Chi, sondern auch wirklich in meinem äußeren Leben sehr, sehr viel verändert. Tagsüber wach, nachts schlafen zum Beispiel. So dass wirklich diese innere Entwicklung und auch die äußere physische Geschichte dann ein Hand in Hand ging. Und ich habe damals, so viel Punky war ich dann doch noch, dass ich den Mut hatte, wenn ich das mal für mich sprechen darf, den Mut hatte, auf jegliche Berufsausbildung zu verzichten. Ich habe Sinologie studiert und Soziologie studiert, aber ich habe da nie was mit angefangen und auch, sondern habe auf jeglichen Beruf verzichtet, sondern wirklich gesagt, okay, du machst wirklich 100% Tai Chi. Wenn das klappt, alles gut. Wenn nicht, fahre ich Taxi. Das war so das, was ich sonst gerne gemacht hätte. Brauchte ich nie, es hat sehr gut geklappt mit dem Tai Chi und hatte dadurch wirklich von Anfang an diese Situation, professionell das machen zu können. Damit meine ich, dass ich wirklich nichts anderes gemacht habe. Also seit 30 Jahren fast, kann ich wirklich sagen, mache ich von morgens bis abends Tai Chi in den unterschiedlichsten Formen, in Form von sitzender Meditation, stehender Meditation. Bei uns heißt es Seidenübung, was man vielleicht als Tai Chi Qigong bezeichnen könnte. Die Form, aber auch in Form von Schreiben, Bücher schreiben. Und ja, also der ganze Tag ist nur diesem Interesse sozusagen gewidmet. Und dadurch ging die Entwicklung auch relativ schnell. Also ich habe dann, in Deutschland gab es damals noch nicht, ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt bei dem Sui Ching Bo,
der hat damals wie heute noch hier in Hamburg gewohnt. Der kam gerade neu aus China und das war so der mit einzige. Es gab noch die Wumeling in Süddeutschland, die Chen-Stil angeboten hatten. Und wir hatten das Glück, dass wir so in einer kleinen Gruppe bei ihm trainieren konnten, weil er gerade neu war auch. Und hatten da einen sehr guten Einstieg. Und dann gelang es, glaube ich, nach 3 Jahren schon eine sogenannte, damals gab es ja auch, gibt es heute auch, Turniere, eine Europameisterschaft zu gewinnen. Da plötzlich war ich Tai-Chi-Europameister. Und da hatte ich aber gedacht, das war so ein bisschen mein Glück, dass ich, und ich möchte es wirklich als Glück bezeichnen, mir nicht darauf was eingebildet habe, oh, jetzt bin ich Europameister, sondern ich hatte gedacht, wenn ich nach 3 Jahren Europameister werde, dann kann das nicht bedeuten, dass ich gut bin, weil in welcher Sache ist man, in welcher Kunst ist man nach 3 Jahren gut? Es kann eigentlich nur bedeuten, dass wir alle hier keine Ahnung haben von dem, was wir tun, dass das Niveau insgesamt sehr niedrig ist und habe dann beschlossen, wenn du es wirklich lernen musst, musst du nach China. Deshalb auch dann das Sinologiestudium, das dann erst eingesetzt hat. Dann bin ich nach China, habe in Shenzhou und in Xi'an gelebt, habe bei dem Meister Chen Qijin gelernt und gelebt, der mich dann in Shenzhou eingeführt hat, dann Chen Shaowang vorgestellt hat. Dann bin ich der westliche Meisterschüler von Chen Shaowang geworden, Linienhalter, wie du schon gesagt hast. Und als ich dann zurückkam nach Europa, hatte ich einen gewissen Background von ein paar Jahren professionellen Training schon, habe dann hier einen Tai-Chi-Verband gegründet, der, glaube ich, eine führende Position inzwischen eingenommen hat. Also es war, hat sich tatsächlich sehr erfolgreich entwickelt. Und ich glaube, einfach daher, weil ich selber von meinem ersten Tai-Chi-Tag bis heute sehr enthusiastisch und professionell, also ausschließlich mich persönlich dem Tai-Chi-Training widme, was dann wohl auf andere abgefärbt hat, sodass die Tai-Chi-Gemeinschaft um den Chen-Stil, den wir machen, sehr schnell, sehr stark angewachsen ist. Also was durchklingt, ist das, was man im chinesischen Gong nennt. Also eine, du hast es gesagt, enthusiastisch, professionell. Man tut halt, man trainiert entsprechend. Aber du hast auch gesagt, es war ein bisschen Glück, dass du dir erkannt hast, das kann nicht alles gewesen sein. Dann vielleicht ein bisschen Glück, dabei auch auf jemanden zu treffen, der ja doch im Tai-Chi-Bereich wirklich eine Größe darstellt, der ja auch ganz viel innerhalb des Chen-Verbandes revolutioniert hat, indem er eine gewisse Systematik reingebracht hat. Und ich als jemand, der bei dir Tai-Chi lernt, bin froh, dass du nicht Taxifahrer geworden bist, sondern Tai-Chi-Meister geworden bist, ohne jetzt näher auf deine Fahrkünste eingehen zu wollen. Ich beurteile das mehr aus dem heraus, was du in Tai-Chi kannst. Aber jetzt denkt man ja, jetzt machst du das 30 Jahre fast. Ja, jetzt bin ich Meister, jetzt habe ich das alles so erreicht. Aber es hat ja mit dem Studium des reinen Chen Tai-Chi, das war ja nicht alles, was ja sogar das System bereichert und gewisse neue Entwicklungen vielleicht sogar entdeckt, zumindest für dich. Ja, also das mit dieses Wort Glück benutze ich immer gern als so ein Oberbegriff, um das nicht als meine Leistung in dem Sinne anzuerkennen. Auch dieser Begriff Gong, also harte Arbeit, Gong Fu, Fähigkeit durch harte Arbeit zu erlangen. Ich kenne mich ja noch von früher, als ich Jugendlicher war, mit den anderen Punkies zusammen. Und für mich war immer auch erstaunlich, warum habe ich mich jetzt für dieses Tai-Chi entschieden? Warum nicht mein Freund, ja, mit dem ich immer zusammen war? Warum nicht umgekehrt? Warum bin ich nicht heute alkoholkrank und der ist Tai-Chi-Meister? Also warum habe ich mich entschieden? Natürlich kann ich stolz auf mich sein und sagen, ja, ich habe mich entschieden, ich habe Tai-Chi gemacht. Ich bin nach China gegangen, ich habe dies und das gemacht. Aber ich hätte mich ja auch für den Alkohol entschieden können. Ich hätte mich ja auch dafür entschieden können. Also woher kam jetzt diese Fähigkeit, wirklich, und das kann man, glaube ich, wirklich sagen, wirklich hart über Jahrzehnte zu trainieren? Wer mich kennt, weiß, dass mein Tagesablauf wirklich aus Training besteht. Und auch wenn der Verband, der führende Tai-Chi-Verband geworden ist, ist mein Morgen bis abends das Training. Ich war dann ein bisschen, habe ein bisschen Glück gehabt,
dass ich gute Leute getroffen habe, die mir geholfen haben, die mir viel Arbeit abgenommen haben, sodass ich die ganze Zeit konsequent in diesem Training bleiben kann. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept, dass man, wenn einige Leute vielleicht gerne Tai Chi Meister werden, wenn sie Kung Fu erlangen wollen, einfach verkennen, dass man dafür viel trainieren muss. Und dass man über lange Zeit das auch viel trainieren muss. Was natürlich notwendigerweise, das ist ganz interessant, als ich dann mit Tai Chi angefangen habe, das System, was mein Lehrer, der Großmeister Chen Xiaowang, ein Meister mir vermittelt hat, uns vermittelt hat, ist ein in sich vollständiges, wie ich es empfinde, perfektes System. Und gerade als Westler hat man dem sozusagen auch nichts zuzufügen. Es ist sowieso in sich vollständig, so empfinde ich das auch immer noch. Und gerade am Anfang noch vor 30 Jahren oder auch noch vor 20 Jahren hatte man so das Gefühl, okay, es steht mir sowieso nicht zu, da was zu verändern. Und das Empfinden habe ich auch heute noch. Der Unterschied war nur, dass ich dann mich auch sehr für die Sitzmeditation interessiert habe innerhalb des Chen-Stils, die ich auch in Chenjiao gelernt habe, wo allerdings die Praxis dieser, also die Technik vorhanden ist, aber die Praxis nicht oft ausgeführt wird. Das heißt, ich habe das, da zwar die Technik da gelernt, aber es war eigentlich niemand da, der mir jetzt auf Vertiefungsebenen weiter hätte führen können. Und ich bin dann nach Sri Lanka gegangen, habe mich dort über viele Jahre in einem, also nicht durchgehend, sondern immer wieder über 10 Jahre wochenlange sehr strikte Meditationsretreats gemacht, in denen ich aber nicht buddhistische Meditationen gemacht habe, sondern meine Tai Chi Meditation. Das heißt, die buddhistischen Mönche waren so nett, mir ihre Einsiedelei da im Berg, die zu dem Kloster gehörte, zur Verfügung zu stellen, damit ich meine Tai Chi Technik dort praktizieren kann, damit ich das Umfeld habe, das tun zu können. In Stille, in Ruhe, in Natur, was in Chenjiao oder auch hier in Hamburg nicht so gegeben war. Und da habe ich dann wieder ein bisschen Glück gehabt, dass ich in der Meditation bestimmte Stufen auch einsehen durfte und konnte und habe daraufhin diese Meditation, die Tai Chi Meditation aus Chenjiao, entsprechend mehr in den Vordergrund für die Leute auch gebracht. Also Unterricht dafür angeboten, Seminare dafür angeboten, Schweigeretreats mit den Leuten durchgeführt, um diese Technik zu machen, was vielleicht innerhalb des Tai Chis nicht so oft der Fall ist. Ich habe mir aber da in dem Sinne nichts Neues ausgedacht, sondern ich habe bestimmte Übungen aus Chenjiao zusammengestellt zu einem systematisierten Meditieren. Also man könnte sagen, du hast eine neue Technik hineingebracht, sondern du hast alte Technik, die es in Chenjiao und im Chen-Stil schon gab, wiederbelebt. Ganz genau, wiederbelebt ist das richtige Wort. Da habe ich mich dann mit Großmeister Chen Xiaowang zusammen hingesetzt. Er hat das abgesegnet. Dadurch ist es sozusagen Teil des Systems geworden, was es aber auch vorher schon war, nur halt genau wiederbelebt. Eine andere Änderung noch, auf die du vielleicht ansprichst, ist, dass auch heute in Chenjiao neue Waffen entwickelt werden. Es werden neue Waffenformen entwickelt, die allerdings weiterhin traditionelle Waffen sind. Das heißt, es wird, werden Formen mit mittelalterlichen Waffen neu kreiert. Das System wird erweitert. Und da hatte ich dann so für mich den Gedanken gedacht, okay, wenn erweitert wird mit Waffen, warum nicht Waffen, die wir auch ausnahmsweise mal tatsächlich benutzen? Wir lernen das Tai Chi Schwert, wir lernen den Tai Chi Säbel, wir lernen den Tai Chi Speer, Langstock, Hellebarde, das ist alles sehr gut. Aber es sind Waffen, die wir eigentlich heutzutage nicht benutzen. Wie ist es mit dem Messer, wie ist es mit dem Kurzstock? Messer möchte ich nicht unterrichten, weil es einfach eine Waffe ist, die mich interessiert, was den Kampfkunstaspekt von Tai Chi angeht, interessiert mich nur die Selbstverteidigung. Und das sehr wörtlich, also der reine Schutz, wie verhalte ich mich, dass mir nichts passiert. Was mich nicht mehr, vielleicht als ich jünger war, vielleicht noch ein bisschen, aber eigentlich nie so richtig interessiert hat, ist dieses, bin ich stärker als der andere? Ja? Kann ich, bin ich der größte Kampfkünstler im Land? Sondern mich hat wirklich diese Idee interessiert, wie kann ich ein ruhiges Leben führen, um meine Tai-Chi-Technik zu entwickeln, um für andere vielleicht, um ihre Familie in Ruhe genießen zu können. Also wie kann ich mich verhalten, dass ich glücklich und gesund lebe? Und dazu gehört natürlich im gewissen Sinne auch Achtsamkeit im Straßenverkehr oder halt auch, was passiert bei gewaltsamen Übergriffen. Aber aus der Selbstverteidigung heraus. Und da ist das Messer für mich eine Waffe, die sich nicht so anbietet,
weil sie dann doch sehr aggressiv ist und vor allen Dingen, wenn der andere auch so ein Ding dabei hat, Messer gegen Messer, ist etwas, was ich einfach nicht unterrichten möchte. Ich möchte einfach nicht, ich habe das wohl gelernt, aber ich möchte einfach nicht Leuten beibringen, mit einem Messer zu kämpfen, was sie dann am Ende tatsächlich mal irgendjemand im Bauch stecken. Da habe ich gesagt, okay, Messer fällt aus, Kurzstock ist eine gute Idee. Und habe daraufhin Konzepte entwickelt, wie ich den Kurzstock innerhalb des Tai Chis Einzel- und Doppelkurzstock sowohl in Form als auch als kämpferisches System vermitteln kann, was ich dann auch gemacht habe. Ebenfalls natürlich von Großmeister Chen Shaolong abgesegnet und dadurch mögliches Teil des Systems geworden. Mögliches Teil des Systems. Jetzt hat sich in den letzten Jahren noch ein bisschen was herauskristallisiert, womit du dich sehr was mit einem klassischen Werk aus der daoistischen Literatur, dem Dao de Jing, und hast dazu bemerkenswerte Kommentare geschrieben in Buchform und nimmt inzwischen, glaube ich, zumindest einen Teil deines eigenen Trainings und auch deiner Beschäftigung mit dem Thema ein. Vielleicht kurz was dazu, weil ich möchte auch noch so ein bisschen den privaten Meister Jan Silbers drauf ansprechen. Aber dennoch so ein bisschen, wie ist es zu diesem, Okay. ja, zur Wandlung zu Laozes Text gekommen? Ich hatte wieder ein bisschen Glück, oder man kann es auch Zufall nennen, dass ich einen sehr traditionellen Weg eigentlich im Tai Chi gegangen bin, sowohl was meine Lehre angeht, auch was mein Verhältnis zu meinem Lehrer angeht, sowohl von meinem ersten Sui Ching Bo-Lehrer hatte ich ein sehr persönliches Verhältnis. Mein zweiter Lehrer, mein erster Lehrer in Chen Jia Guo dann, der Meister Chen Shi Jing, hat mich in seine Familie aufgenommen. Ich habe mit ihm jahrelang in einem 12 oder 15 Quadratmeter Zimmer mit ihm, seiner Frau, seinem Kind zusammen gelebt. Dann Chen Xia Wang, der mich als ersten westlichen Meisterschüler angenommen hat. Auch bei ihm habe ich privat lange Zeit in Australien gelebt und er hier bei mir in Hamburg, wenn er zu Besuch ist. Also ich habe sehr privaten Kontakt gehabt und auch nach wie vor sehr familiär, deshalb auch Linienhalter mit. Und dadurch bin ich einen sehr traditionellen Weg in der Kampfkunst gegangen, wie man sich das eigentlich so im Klischee vorstellt. Als ich jung war, habe ich viel gekämpft, ich war viel auf Turnieren, bin viel herausgefordert worden. Darüber bin ich eigentlich bekannt geworden. Bekannt geworden bin ich, weil ich meine Turnier- als auch Herausforderungskämpfe gewonnen habe. So. Und aber dann über das Kämpfen mehr den am Anfang ja völlig uninteressanten Bereich der Gesundheit, ja, der mich zwar damals gerettet hat, mich aber nicht interessiert hat, anfänglich. Über den Begriff der Gesundheit dann hin zu den geistigen Qualitäten, hin zur Spiritualität geführt hat. Also die klassische Kampfkunst, die vom Kämpfen hin zu Philosophie und Spiritualität führt. Wobei ich immer gerne sage, vertiefte Philosophie wird Spiritualität, vertiefte Spiritualität wird durchaus Religiosität. Und dann natürlich am Ende des Liedes sozusagen, da angekommen, wo man eigentlich auch am Anfang beginnt, dem Dao De Jing, der, man sagt das im Volksmund immer, Bibel des Daoismus sozusagen, das heißt das Grundlagenwerk, auf dem sich der religiöse Daoismus dann später berufen hat und auch heute noch beruft. Und das Faszinierende am Dao De Jing ist nicht nur diese tiefe, bis ins Letztendliche führende geistige Inhalt dieses Buches, sondern vor allen Dingen auch die Neutralität, mit der vermittelt wird. Es ist zwar das Grundlagenwerk des Daoismus, ist aber der Überlieferung nach 500 Jahre, 600 Jahre, 400 Jahre, je nachdem, wie man zählt, vor der, wie sagt man so schön, Standardisierung des Daoismus als Religion entstanden. Es ist insofern also auch ein für sich stehendes Buch, das in sich halt eine Neutralität hat, eigentlich keinen erhobenen Zeigefinger, einfach Sätze, die jeder akzeptieren kann, vielleicht nicht unbedingt gleich verstehen kann oder aber zumindest einverstanden ist damit. Wir kennen das aus schönen Religionen, da mag man dies, aber dann ist da was anderes. Da sagen wir, oh, das, ja, das mit dem Zölibat, das passt mir jetzt aber irgendwie nicht so gut, aber das andere finde ich ganz gut. Oder in einer anderen Religion. Ah, okay, aber da ist dies, das möchte ich jetzt eigentlich. Ja, also man hat immer so ein bisschen. Und das Tao Te Ching beinhaltet eigentlich die spirituellen Inhalte aller dieser Religionen, mit denen ich mich ja auch sehr intensiv beschäftige. Aber bleibt aus diesem Blickwinkel, wie ich es jetzt darstelle, in seiner Neutralität so erhalten, dass eigentlich jeder diese Texte ungehindert
annehmen kann. Auch ungehindert, gerade wir im Westen ungehindert, weil wir dann nicht die Kulturprobleme haben einer eigenen Religion, wo man vielleicht abgeschreckt ist durch irgendwelche komischen Geschichten, die scheinbar im Mittelalter passiert sind oder die bis heute noch wirken, vielleicht bei dem einen oder anderen. Da kann ein kleiner Vorteil sein, dass viele vielleicht die Geschichte, die chinesische Geschichte nicht so gut kennen und deshalb auch freieren Zugang zu diesem Text haben vielleicht. Also es ist einfach kurz gesagt ein neutraler Text, mit dem ich mit allen Leuten auf der ganzen Welt, ich gebe seit 20 Jahren weltweit Unterricht und egal in welcher Kultur ich Unterricht gebe, ich kann überall mit dem Tao Te Ching arbeiten aufgrund dieser Neutralität. Aber arbeiten heißt, um das klar zu machen, auch für die Zuschauer, nicht nur geistig, also nicht nur theoretisch darüber reden, sondern eben zum Beispiel durch Taiji auch körperlich zu erfahren oder damit zu experimentieren oder umzusetzen. Genau, was eine Aufgabe ist, die ich versuche zu bewältigen, ist halt, dass das Tao Te Ching, wenn ich das in einer Übersetzung lese, mein philosophisch-spirituelles Buch ist, das eigentlich dem Herrscher da Tipps geben soll, wie er sein Land regieren soll und so weiter. Man liest es dann und sagt so, der Schwache besiegt das Harte. Ach ja, guck mal, das ist ja genau wie bei uns im Tai Chi, das ist ja toll. Und jetzt habe ich so einen philosophischen Übertrag und mache meine Form genauso wie vorher und denke so, Mensch, guck mal, der Lao Tzu hat das auch so ähnlich gedacht. So, das hat aber natürlich keine in dem Sinne transformierende Wirkung, sondern es ist eine oberflächliche Überschrift. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, und da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass ich damals Chinesisch studiert habe, das Original lesen zu können und ein bisschen die Fähigkeit hat, auch die Zeichen als Bilder noch sehen zu können und nicht nur, ah, dieses Zeichen bedeutet das und dieses Zeichen bedeutet das, dann ist es wieder so, als würde ich es auf Deutsch lesen, sondern wirklich die Zeichen noch als Bilder erkennt und die Einzelteile der Zeichen noch realisiert, dann plötzlich eröffnet sich eine ganz neue Welt im Tao Te Ching, weil ich jetzt plötzlich nicht mehr oberflächliche Phrasen in dem Sinne habe, auch nicht, wenn ich es besser verstehe, tiefgründige spirituelle Sätze, sondern ich habe konkrete Anleitungen aus den Schriftzeichen heraus, die ich wirklich eins zu eins konkret nicht nur philosophischer, spiritueller Natur, sondern ganz praktisch in meinem Tai Chi Training umsetzen und versuchen zu bewältigen kann. Das heißt, ein Text wie das Tao Te Ching erfahre ich nicht intellektuell, das auch, aber das Transformierende ist, wenn ich diesen Text erfahre, wenn ich ihn spüre. Und dafür brauche ich eine Praxis, eine meditative Praxis, wie zum Beispiel Tai Chi, die sich für die Erfahrung des Tao Te Ching meiner Meinung nach ganz ausgezeichnet eignet, wenn ich die Möglichkeit habe, mit meiner Praxis in die Tiefe gehen zu können. Das heißt also, du nimmst es sozusagen als einen Teil des Trainings eben und benutzt als Form dafür das, was du eben vorher schon gemacht hast, nämlich das Chen Tai Chi. Wir können sicherlich noch sehr lange darüber reden. Es gibt noch ganz viel zu sagen. Auch vielleicht gibt es die Möglichkeit, in einem späteren Dao-Talk nochmal über den Aspekt der Kampfkunst im Tai Chi zu reden, weil sehr häufig ja gerade bei uns die Kampfkunst sehr kurz kommt, sondern es ist ein Gesundheitstraining oder ein Entspannungstraining Tai Chi. Von Kampfkunst ist sehr selten die Rede. Müssen wir verschieben aufgrund der Zeit, aber es gibt ja noch mehr an der Person, Meister Jan Silberstorf, was auch, das eine muss warten, nämlich die Idee, du beschäftigst dich auch mit anderen Religionen sehr intensiv, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt machen, aber was jetzt noch ist, du hilfst privat Menschen nicht mit Tai Chi in dem Sinne, sondern du hilfst Kindern in der Welt. Und das finde ich einfach als letztes nochmal so ein kleiner, vielleicht zwei, drei Sätze, zu deinem WCTAG Hilft Kindern, ein Projekt, was ich einfach sehr förderungs- und sehr nennenswert finde und förderungswürdig finde. Deswegen vielleicht magst du noch ein bisschen kurz dazu zu sagen. Mhm, gern. Das ist auch, hier passt das Wort Glück nicht so, weil es eine Tragödie war, aber es war auch Zufall eigentlich. Ich war in Sri Lanka in einem meiner Retreats gewesen, als der Tsunami kam. Und dann hatte ich einen Freund, der hatte so einen kleinen Lieferbus gehabt und habe gedacht, Mensch, wir können versuchen zu helfen. Unheimlich viele Leute sind obdachlos geworden, die ganzen Häuser, alles weg. Wir sind 12 Stunden mit diesem kleinen Bus die Küste abgefahren. Es war wirklich alles kaputt, das muss ich nicht erzählen. Das haben wir alle damals über die Medien spätestens mitbekommen. Es war wirklich alles kaputt und alles weg. Und ich habe dann plötzlich die Idee gehabt, Mensch, ich habe einen Tai-Chi-Verband. Da waren damals schon über 1000 Leute, glaube ich, drin in dem Verband. Und
Ich schicke einfach eine E-Mail und frage, wer möchte was spenden. Wir können hier was machen. Wir haben einen kleinen Bus, wir können ein paar Sachen einkaufen, Klamotten, Decken, ja, Nahrungsmittel. Und am nächsten Tag waren plötzlich ein paar tausend Euro da. Und dann konnten wir über ein Dutzend Fahrten machen, konnten den Leuten entsprechende Kleidung, Decken und Nahrungsmittel bringen. Und das war natürlich sehr bewegende Begegnung, die man da hatte, die ich aufgrund der Zeit jetzt nicht so ausführen möchte, aber die wirklich sehr, sehr herzensbewegend waren. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass ja eine Idee, warum ich Tai Chi vermittle, ja ist, nicht nur Leuten Selbstverteidigung und Kampfkunst beizubringen, sondern eigentlich hauptsächlich ihnen zu helfen, weil Tai Chi mir damals ja auch sehr, sehr geholfen hat. Die Leute fragen mich auch immer, warum ich Tai Chi verbreiten möchte. Ich möchte deshalb Tai Chi verbreiten, weil ich meinem Lehrer danken möchte, die an der Verbreitung interessiert sind und es mir gegeben haben, also helfe ich ihnen bei der Verbreitung. Aber hauptsächlich auch, weil ich erfahren habe, wie sehr Tai Chi mir geholfen hat und ich deshalb glaube, dass es gut für die Menschen ist und deshalb es Leuten zur Verfügung stellen möchte. Ob sie es nutzen oder nicht, ist ihre Entscheidung. Aber ich möchte eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass die Leute es lernen können, wenn sie wollen. Und plötzlich sitze ich aber da mit den ganzen Tsunami-Opfern und mir fällt gerade auf, in dem Moment, dass ich aber mit meinem Tai Chi nur eine bestimmte Bevölkerungsschicht treffe. Nämlich die, denen es soweit eigentlich schon gut geht, dass sie die Muße haben, über sowas wie Tai Chi nachdenken zu können. Und das ist aber auch durch meine ganzen Reisen, die ich ja gemacht habe, natürlich unheimlich viel Armut auch weltweit erlebt habe und gemerkt habe, diese Leute haben aber nicht die Möglichkeit oder Muße, sich mit sowas wie Tai Chi zu beschäftigen, weil sie sich um ihr Überleben täglich kümmern müssen, was meistens auch von Gewalt und so weiter, gerade in Brasilien, wo unser Haupt Projekte jetzt auch sind, in den Favelas entsprechend geprägt sind. Das heißt, dieses Gutes tun wollen mit Tai Chi erreicht nur einen gewissen Teil dieser Welt. Also habe ich die Idee gehabt, wir gründen innerhalb unserer Tai Chi-Organisation eine eigene offizielle Hilfsorganisation, dass wir vom Tai Chi aus nicht nur durch unseren Tai Chi-Unterricht den Leuten helfen, sondern auch den Leuten, die keine Möglichkeit haben, Tai Chi zu machen, für die Frieden, also ein sicheres Leben ohne Gewalt und Essen und Brot, also ja, Brot und Wasser im wahrsten Sinne, primär ist, Bildung überhaupt erstmal kommen muss, um ein ja, Leben zu ermöglichen. Wir helfen diesen Leuten auch, indem wir versuchen, ihn in eine Situation zu bringen, auch Muße haben zu können im Leben, um sich dann eventuell auf das Tai Chi zu entscheiden. Und seitdem wir diese Hilfsorganisation haben, lebe ich also jetzt für mich sozusagen in diesem Gefühl, dass wir wirklich global daran partizipieren können und versuchen können, Gutes zu tun auf dieser Welt. Was ja sehr wertvoll auf uns selber zurückscheint, weil wir nämlich gerade auch dadurch, sowohl durch unser Tai Chi Training, unsere Meditation, aber auch durch dieses anderen Menschen helfen, eben dieses runde, geschlossene Gefühl des inneren Friedens für uns selber erlangen. Das war das, weswegen ich das unbedingt noch reinhaben wollte, weil es ja eben über die reine Form und auch über die Kampfkunst-Spiritualität da vielleicht, aber ein sehr praktischer Aspekt von Spiritualität auf einmal, ja, ich gebe, aber im Geben erlebe ich auf einmal auch das Nehmen, nämlich dankbar zu sein und zu erleben, was da für fantastische Sachen hineinkommen. Deswegen war es mir wichtig. Ich hoffe, wir können einen weiteren Dao-Talk irgendwann später zu den anderen Themen machen. Bedanke mich bei Meister Jan Silberstorf. Der nächste Dao-Talk wird kommen. Heute zu Gast, oder ich war heute zu Gast bei Meister Jan Silberstorf, Chen-Stil-Meister und spezialisiert auf Dao De Jing-Literatur. Und ich freue mich, wenn es demnächst eine weitere Folge des Dao Talks gibt. Tschüss und auf Wiedersehen.